Willkommen zurück in Rosalia. Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Okay. Also gut, folge mir. Das ist ein Pokémon Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Das ist ein Pokémon Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Außerdem findest du hier Items. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auf viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Hier? Das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Mina hält Kartenmodul. Der Pokécom von Mina verfügt nun über eine Karte. Yay. Der Pokécom wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. Ja, danke. Du kannst gehen, wohin du willst. Solange du mit Pokémon unterwegs bist, wird es immer lustig sein. Pokémon sammeln in Kämpfen Erfahrung und verändern ihre Gestalt. Pokémon, die Gestalt wechseln? Ich wäre schockiert, wenn eines das tun würde. Dann sei schockiert. Und du? Zu Mr. Pokémons Haus ist es noch ein ganzes Stück. Na toll. Dann hat er kein T-Shirt an? Möchtest du herausfinden, wie gut du als Pokémon-Trainer bist, dann solltest du alle Pokémon-Arenen in Johto aufsuchen und Orden sammeln. Ja. Wenn ich älter bin, werde ich auch ein Arena-Leiter. Ich werde meine Pokémon gegen die meiner Freunde antreten lassen, damit sie stärker werden. Tu das, kleiner Junge. Das Kommunikationscenter im ersten Stock ist gerade fertig, aber der Feinschliff fehlt noch. Dieser PC steht jedem Trainer kostenfrei zur Verfügung. Welcher PC? Der da hinten. Okay. Das ist toll, ich kann so viele Pokémon lagern, wie ich will und das umsonst. Guten Morgen und willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, bitte doch. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Mach ich. Als ich durch das Gras spazierte, hat ein Käfer-Pokémon mein Pokémon vergiftet. Ich ging einfach weiter. Aber dann wurde mein Pokémon plötzlich besiegt. Du solltest ständig ein Gegengift mit dir führen. Ach, Quatsch. Die Pokébälle sind leider ausverkauft. Hoffentlich kommt bald eine neue Lieferung. Nein, ich wollte Pokébälle kaufen. Kaufe ich ihm gar nichts. Gegengift werde ich noch oft genug finden. Okay. Nördlich von Rosalia City geht's zum Pokémon-Mann. Oder wie heißt der nochmal? Mr. Pokémon. Oh, ein wildes Raupi. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu stark mache, weil dann wird es ziemlich schwierig, am Anfang Pokémon zu fangen, wenn der ihn tötet mit einem Schlag dann. Oh, das wäre jetzt so schön und ich habe keinen Pokéball. Also, ich weiß noch nicht, welche Pokémon ich auftrainieren werde. Keine Ahnung. Cornel auf jeden Fall. Ja, das mache ich immer. Ich kann nicht ohne meinen Starter. Das geht nicht. Sein Obstbaum. Hey, da ist eine Beere. Bist du Mr. Pokémon? Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Ey, danke, voll nett.
Suche in Bäumen nach Bären. Sie fallen einfach herunter. Dum, 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 dum. Dum, dum, wie spannend. Okay. Gegengift, sag ich doch, muss ich nicht kaufen. Das Haus von Mr. Pokémon, immer geradeaus. Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Oh, was macht denn ihr da? Los, Radfratz, tackle! Was? Das ist ein harter Kampf. Lass mich in Ruhe. Das sieht nicht aus wie Radfratz, sondern wie Rihorn. Ein blaues und ein rotes Rihorn. Linksrum oder rechtsrum? Keine Ahnung. Taubsi, dich habe ich gestern schon vermisst. Rhinos Taubsi setzt Tackle ein. Volltreffer. Nett, ich hab's besiegt. Yay. Und unser Cornel erreicht schon Level 8. Na super. Lass mich raten, eine Beere. Eine Gegengiftbeere. Oh, cool. Hallo, du musst Mina sein. Professor Linz sagt dir, dass du vorbeikommen würdest. Professor Linz soll das hier untersuchen. Rätselei? Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Linz eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Aha, du bist also Mina. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir das Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ich habe noch nicht mal Ja gesagt. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Mina, ich zähle auf dich. Kehrst du zu Professor Lin zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Danke. Ich bin auf dich angewiesen. Na und? Oh, mein Handy klingelt. Hallo? Mina? Welch Unglück! Oh, oh, es ist schrecklich. Was soll ich nur tun? Oh nein, oh nein. Bitte komm schnell zurück. Tut, tut, tut. Okay, hört sich nicht gut. Dann machen wir uns schnell auf den Weg. Zurück. Oh, gibt's hier nicht irgendwelche Sprungdinger? Doch. La, 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 la. Oh, man kommt dann entgegen. Hey, den kenne ich doch. Das war der Typ vor dem Haus.
Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Da ich Wasser habe, müsste er den Salat haben, also sehe ich es trotzdem noch. Fragezeichen, 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 möchte kämpfen. Ja, ja, NTV, genau. Na, dich mache ich genauso fertig wie alle anderen. Also ich nehme Rücksicht, ganz sicher nicht. Ich könnte natürlich auch mal Silberblick einsetzen, aber... Nee. Oh, du hast mir 2 KP abgezogen. Oh, wie schrecklich. Die Attacke ging daneben. Haha. Ich weiß gar nicht, darf der Typ Tränke einsetzen oder eine Beere? Das wäre jetzt ziemlich blöd. Nö, okay. 67 EP. Wow, und wir sind schon wieder fast auf Level 9. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Ja. Mein Name ist... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Wie jetzt dürfen wir ihm Namen geben? Oh, das, da geht's hoch. Nee, ich will nicht durchs hohe Gras. Ich will nämlich wissen, was da passiert ist. So, willkommen in unserem Heimatdorf Neuburg hier. Hallo. Wir haben ein lautes Geräusch gehört. Als wir nach dem Rechten sahen, wurde ein Pokémon gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass jemand zu so etwas fähig ist. Das gestohlene Pokémon, ich frage mich, wie es ihm geht. Man sagt, dass ein Pokémon, das von einem bösen Menschen aufgezogen wird, selber böse wird. Oh, hallo Polizei. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen verraten? Ja, aber ich habe keinen Feind. Ich habe keinen Feind. Ja, sein Name war Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das hat er mir selber gesagt. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Ich will keinen Feind haben. So. Mina, es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon denn Großes entdeckt? Das hier? Aber das ist auch ein Pokémon-Ei. Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Mina, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Mina, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du... hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola. Mina, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Darf ich nicht das Pokémon haben? Okay, gehen wir noch zu meiner Mama. Mina, benutze dies auf deiner Pokédex-Reise. Ja, danke. Um dein Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Kriegen wir gar keine Einführung, wie man Pokémon fängt. Ist ja auch komisch, oder? Mama! Das ist dein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay. Auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß. Ich werde für dich sparen. Hä? Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ja? Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut.
Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Ja, und von wem kriege ich die Turbo-Treter? Es gibt keine. Es muss doch Turbo-Treter geben. Hallo, ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Und ich, Idiot, habe Ja gedrückt anstatt Nein. Ach, egal. Lassen wir es uns halt zeigen. Von dem Typ da. Ein wildes Radfratz. Beutel, Pokéball. Kumpel. Kumpel setzt Pokéball ein. Na klar, und es bleibt drin. So geht das. Wenn du sie zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder auf dem Weg nach nach Rosalia, nach Viola dann. In die erste Pokémon-Arena. Das geht ja schnell. Okay, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zugucken.